Sag mal, du Jan, hast du eigentlich für Bonjour alles fertig? Ja, also das Intro ist gemacht, der Rundown steht. Sind soweit ready, ja? Also Bonjour ist bereit. Aber in Green diesmal? Nee, diesmal nicht. Hier, guck mal, was ist das denn? Warum eigentlich nicht? Schau mal. Ha? Schau mal, hier, hat wohl ein Cent verloren. Guck dir mal an. Das ist ja voll krass. Schau mal auf die Details. Mit der transsilvanischen Eisenbahn kommen wir in eure schöne Stadt gefahren. Mit Badelatschen und Goldzahn. Lieber dreckige Scheiben wischen, als Arschkriechern in den Arsch zu kriechen. Ich zahle mit gefälschten Unterschriften. An der Ampel auf Play drücken, tanze Breakdance auch auf Krücken. Trag meine Boombox auf dem Rücken. Ruf mein Onkel an, er heißt Dracula, er liebt Gucci, Fendi und Prada. Sein Blut fließt durch meine Adern. Wir lassen Wände bröckeln, verbrennen Autoreifen, Barbecue im Einkaufswagen, Dancefloor auf dem Zimmerstreifen. Wir feiern am Block eine Party, wir feiern am Block eine Party, wir feiern am Block eine Party, wie Könige und keine Barbies. Wir feiern am Block eine Party, wir feiern am Block eine Party, wir feiern am Block eine Party, wie Könige und keine Barbies. Tati, der Blonde, der Schlangenbeschwörer, hat eine Message an alle Zuhörer. Hört auf mich, über andere herzuziehen gehört sich nicht. Ich bin da kein Vorbild, deshalb grabe ich mir eine Grube, damit ihr reinfallt. Ich gebe dir eine Tube gefüllt mit Gewalt. Drück sie aus, lass es raus, drück dich aus, Länder raus. Sie reden über einen, als ob sie einen kennen. Kennst du mich? Nein, jedenfalls nicht persönlich, also werde nicht persönlich. Ich nenne dich ja auch nicht deinen Hurensohn, wenn ich mir nicht absolut sicher bin. Sicher, ich bin taktlos, sie, ich, er. Wir alle sind bloß unseres Umfelds Produkte. Provokateur, Takti, der Berliner Bärenstark. Zweibeinige Schlangen, ich nicht mag. Nein! Wir lassen Wände bröckeln, verbrennen Autoreifen, Barbecue im Einkaufswagen, Dancefloor auf dem Zimmerstreifen. Wir feiern am Block eine Party, wir feiern am Block eine Party, wir feiern am Block eine Party, die Könige und keine Barbies. Wir feiern am Block Party, wir feiern am Block eine Party, wir feiern am Block eine Party, die Könige und keine Barbies. Wir feiern am Block eine Party, wir feiern am Block eine Party, wie Könige und keine Barbies. Wir feiern am Block eine Party, wir feiern am Block eine Party, wir feiern am Block eine Party, wie Könige und keine Barbies. Unfassbar! Unfassbar! Riesengroßer Applaus, Miss Platinum und taktlos. Hallo, hallo. Schön, schön, dass du da bist. Ihr zwei. Wunderbar, kommt rein. Wie ihr seht, wir feiern auch eine Party. Hallo, taktlos. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben doch hier alles, wir haben doch. Kommt herein, setzt euch hin. Macht euch so kommt einfach her, wir haben doch hier, wir sind verkabelt. Wo sollen wir denn sitzen? Servus, mein Lieber. Setzt euch einfach. Einfach. Genau, frei wohin wollt. Ja, meine Güte, ey. Ich überreite euch einfach schon mal direkt das Mikrofon. Ihr könnt ja damit umgehen, wie man gerade gehört hat. Auf jeden Fall. Eine Ehre, dass ihr da seid. Absolut. Vielen Dank. Bisschen aufgeregt bin ich. Ich auch. Ich habe auch so ein leichtes Herzrasen, weil je größer die Gäste, desto größer auch die Verantwortung. Ne? Ist das so, wie bei Spider-Man? Finde ich schon, ja. An der Stelle herzlich willkommen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Bonjour. Wie ihr seht, gibt es heute ein oberthematisches Thema bei dieser Live-Sendung. Es ist Jugendpolitik. Glaube ich zumindest. Miss Platinum am Start, taktlos am Start. Wir haben das bereits angekündigt. Unsere Leute da draußen, die jetzt zuschauen, sind ein bisschen durchgedreht. Und ich finde es sehr, sehr lustig. Und ihr habt einen tollen Auftakt gestartet. Wahnsinns Partystimmung, auf jeden Fall. Ja, das ist das, was ihr macht, ne? Taktlos. Party. Ja, den ganzen Tag, oder? Gute Laune.
Nee, ja. ihr habt uns erzählt, gestern wart ihr noch in Bremen am Start bei der Late Line. Genau. Wie war das da so? So wie hier ungefähr? Kann man, glaube ich, nicht wirklich vergleichen. Nee. Aber auf jeden Fall seid ihr jetzt gerade erstmal ein bisschen auf Tour. Ihr promotet sozusagen natürlich unter anderem das neue Album, was jetzt gerade am Start ist. Genau. Genau, wunderbar. Erzählt uns davon. Wie geht es euch? Das ist viel Arbeit, Miss Platinum. Es ist auf jeden Fall Arbeit, die Spaß macht, weil jetzt ist ja zum ersten Mal so, dass die Platte draußen ist, dass man die Sachen, die man vorher sich alleine im Studio ausgedacht hat, dass man die mal ausprobieren kann. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Macht es auch Spaß? Ich meine, ihr seid ja mit reduzierter Besetzung jetzt hier. Wir haben leicht limitierte räumliche Möglichkeiten. Normalerweise bist du ja mit größerer Band auch unterwegs. Funktioniert aber auch so ganz gut oder vermisst man das dann schon so, die ganzen Jungs und Mädels gegebenenfalls um sich herum? Ich finde beides gut. Können wir beides machen. Gut, ja. Aber so, natürlich ist es also mit Liveband ist schon ein bisschen geiler. Apropos beides gut, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Du bist in Rumänien geboren und machst deutschsprachig und Englisch? So mal, so mal, so? Ja, jetzt gerade eher Deutsch, ja. Weil es dir besser gefällt oder weil es ein bisschen vielleicht aus taktischen Erwägungen der sinnvollere Weg ist? Aus taktlos Gründen? Zum Beispiel. weil es einfach, es hat sich so ergeben. Nichts, was ich mache, ist irgendwie taktisch. Ich bin halt Künstlerin und mache das, was mir gerade in den Sinn kommt. Ja. Und es hat sich so ergeben und ich hatte Bock auf Deutsch zu texten, deutsche Songs zu schreiben und deswegen mache ich das jetzt. Selber machen war das Stichwort, ne? Selber machen war sowieso immer. Also ich habe immer meine Musik selber gemacht, selber geschrieben, aber ja. Mit Erfolg halt. Na, selber machen, großes Stichwort, taktlos. Du hast ganz am Anfang, in den frühen 90er Jahren, hast du alles selber gemacht und damit echt geprägt, Alter, auf jeden Fall. Ist es heutzutage immer noch so? Glaubst du, dass heutzutage immer noch viele Leute, gerade im Hip-Hop-Sektor, viel selber machen? Da ich keinen kenne. Ist das so, oder was? Kann ich darüber nichts sagen. Wie, du kennst nicht die großen Fitnessprogramme und die neuen Apps von den großen deutschen Hip-Hop-Szenengrößen, die jetzt gerade steinreich werden dadurch? Ist mir nichts bekannt, nein. Nichts bekannt. Hast du auch kein Interesse daran? Wenn ich Interesse hätte, dann könnte ich jetzt bestimmt darüber was sagen. Also, du hast mich auf dem falschen Fuß gerade erwischt, muss ich zugeben. Yes! Vielleicht können wir die Gelegenheit aber kurz nutzen, um zu sagen, wenn ihr natürlich Miss Platinum oder Taktlos auf dem richtigen Fuß erwischen wollt, könnt ihr gerne unter dem Hashtag Bonjour zum Beispiel eure Fragen loswerden über Twitter. Und wir bemühen uns, sie dann im Laufe der Sendung einfach einfließen zu lassen. Und bin ich gespannt, denn bei so zwei hochkarätigen Gästen wird da bestimmt das ein oder andere rumkommen. Ja, hoffentlich. Wie ist denn zu der Zusammenarbeit zwischen euch jetzt hier auf diesem Album überhaupt gekommen? Party. Also, ich fange mal ganz von vorne an. Yes, mach es. Mein Telefon klingelt. Und Robert De Niro fragt, ob ich zu einer bestimmten Adresse kommen kann. Martin Scorsese möchte mit mir sprechen über irgendeine Rolle oder irgendwas. Yeah. Und dann fahre ich dahin. Der dachte, okay, habe jetzt nichts Besseres zu tun. Und dann war das halt ein Scherzanruf und dann war sie da und hat mir eine Knarre am Kopf gehalten und meinte, komm, du nimmst jetzt hier was auf. Wunderbar. Ja, und dann meinte ich, nein, du blöffst. Und Knarre war aber leider echt. Scheiße, der Bluff im Bluff oder was? Ja, genau. Wäre es mal besser De Niro gewesen. Es war der Bluff im Bluff und dann habe ich halt mein Bestes gegeben und so ist dazu gekommen. Tatsächlich haben wir uns vor über 15 Jahren das erste Mal gesehen, sind uns bekannt gemacht worden. Und so lange hat es gedauert, bis wir jetzt tatsächlich vereint auf einem Lied sind. Knaller. Ja. 15 Jahre, also um 2000 herum. MOR, Master of Rap, ganz große Geschichte irgendwie. Das ist das auf jeden Fall aus meiner Jugend, aus vielen Leuten, die das alles mitbekommen haben. Das kam ja danach. Musikalisch, Weiterentwicklung, was würdest du sagen? Also du sagst, du hast null Interesse an aktueller deutscher Hip-Hop-Lage. Stattdessen sitzt du jetzt hier mit Miss Platinum am Start und ihr macht gute Musik. Viele Balkan-Beats, viel Gemixtes, viel Selbstgemachtes irgendwie. Ist das, worauf du halt jetzt einfach Bock hast, fertig? Genauso wie früher, du machst einfach mal das, worauf du Bock hast? Wie immer, also ja. Du hast früher gesungen, du bist besser als Hip-Hop, Alter. Ist das immer noch so? Das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Yes. Ich meine, alles, was gesagt wurde, ist in Stein gemeißelt und deswegen wird sich daran auch nichts ändern. Und ich mache
was ich mache. Und deswegen habe ich auch kein Problem dazu. Ich stehe dazu. Also ich kann jetzt nicht sagen. Ich meine, was willst du mir jetzt irgendwas hier einreden oder was ist denn los mit dir? Ich bin nicht De Niro, Alter. Ich kann dich nicht. Ich kann nichts einreden. Ey, ich glaube. Da geht gar nichts, ey. Nee, lass uns ein bisschen darüber reden. Also ihr seid Ewigkeiten am Start. Fertig. Haben wir schon irgendwie angesprochen. Ist es egal, ob sich alles drumherum verändert, solange ihr das machen könnt, worauf ihr Bock habt? Weil, ey, die Musikindustrie hat sich alles verändert. Autotune ist das tolle neue Stichwort. Alle machen eigentlich nur noch ein bisschen Kohle. Ist egal, wie es sich anhört. Hauptsache, irgendwer kauft es. War scheinbar nie euer Ding, oder? Nee, aber Autotune finde ich trotzdem geil. Ja, ist das so? Benutzt ihr das? Ja. Hier nicht. Ach, das hört man gar nicht. Das ist überall drauf. Nein, ich finde das, also ich mache immer das, worauf ich Bock habe. Mir ist das auch total scheißegal, was, was andere auch darüber denken. Und das ist auch einfach immer die Grundhaltung. Was ich total spannend bei dir finde, ist, dass du irgendwie so ein bisschen das musikalisch machst, was glaube ich gar nicht so unglaublich viele machen, aber klär mich gerne auf oder auch können, nämlich irgendwie sowohl singen, so Soul-Einflüsse, all das, was du ja mitbringst und kannst, aber auf der anderen Seite natürlich auch rhythmischen Sprechgesang. Was war da zuerst da? Wo kommt da welche Begeisterung her? Oder ist das so mit dem Genre, mit dem man sich dann vielleicht verändert und anpasst, merkt man dann, hey, jetzt probiere ich mal ein bisschen zu rhythmisch Sprech zu singen. Kann ich das? Ich habe zumindest gehört bei der Vorrecherche jetzt hier. Wenn du sagst ja, dann ist das ist dann der Ritterschlag. Du hast schon genickt, ist schon zu spät. Reicht. Du kannst eine ganze Menge. Ja. Wo fühlst du dich auch wohl dabei? Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen, willst du jetzt nicht, weil quasi ein Koryphäe neben dir sitzt? Oder ist das tatsächlich eher so, dass man sagt, das probiert man dann auch mal aus, weil das musikalisch gerade gut passt? Ich mache mir halt gar nicht so Gedanken darüber, bin ich jetzt Sängerin oder Rapperin. Also ich habe auf jeden Fall als Sängerin angefangen. Ich hatte Gesangsunterricht, den ich privat bezahlt habe und habe mich da einfach für mich selber weitergebildet, habe die Sachen gelernt, die ich lernen wollte, aber es war für mich klar, ich will jetzt nicht diesen klassischen Weg gehen und irgendwie das studieren und so, sondern ich wollte immer so mein eigenes Ding machen und alles andere ist dann halt so mit der Zeit dazugekommen und mir ist es eigentlich auch egal, wie man mich jetzt benennt. So, ich bin halt Miss Platinum. Sag los. Vielleicht musst du da draußen ein paar Leuten erklären, was Rack MCs sind. Kannst du das? Bitte? Ja, das könnt ihr googeln. Gut. Machen wir. Gehen wir direkt drauf. Ja, schauen wir doch mal ins Internet und schauen irgendwie direkt. Ja, google das mal. Das bin ich auch gespannt. Ich will ja auch was lernen. Wack MC. Ja, so ist das ja nicht. Schauen wir mal, was das Internet sagt. Hip-Hop-Jargon, Alter. Hättest du das gedacht? Ja, das hätte ich auch gedacht. Das ist das Beste, ey. Ja. Was steht da? One who peddles whack rhymes around your hood, see also gibberish. Das steht da gerade. Das wusste ja aber auch jeder, ne? Ja, siehst du. Das Internet lügt nicht, ey. Das ist das, was da drin steht. Ich habe gar nicht verstanden, was ihr gesagt habt. Zu schnell oder was? Irgendwas mit Jimmy. One who peddles whack rhymes around your one hood. One who peddles whack rhymes, okay. Also er erklärt den Begriff mit dem Begriff. Exakt. Auch nicht schlecht, ne? Kann man draufkriegen, was whack heißt. verb to strike one with a hand or fist. Mach mal das Mikro, bitte. Ja. Ah, genau, ihr müsst es ranhalten. Ah, ne? Ja, das. Ja, ey, du hast auf jeden Fall was losgetreten damals, zack, los, ohne Scheiß. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und viele Leute da draußen fragen gerade, was ist mit deinem Label los? Weil man hört so wenig darüber. Es fickt die Biatch, oder? Das wollte ich auch gerade sagen, danke. Ohne Grund. Nee, ey. Grund macht Spaß. Fertig. Ey, das ist wie Deluxe, ist das einfach. Man kann sich hier hinsetzen und einfach nur sagen, macht Spaß. Ist auch gut so. Jetzt startet ihr irgendwie erneut los. Müsst oder wollt auf jeden Fall wieder durch verschiedene Medienhäuser tingeln. Hat sich da was verändert für euch? Viva 2, Supreme, große Erinnerungen geblieben. Du bist auch seit am Start. Ich habe dir vorhin erzählt, ich habe dich bei der Sat.1 Morning Frühstücksfernsehsendung gesehen. Was sind das für Leute, auf die ihr da trefft? Sind die so wie wir? Sind die anders drauf? Ist es egal? Ist es wurscht? Ihr macht einfach eure Musik da? Ja, also es ist eigentlich egal, weil da, wo ich
eingeladen bin, gehe ich mal davon aus, dass ich eingeladen bin, weil die das geil finden, was ich mache. Und das mache ich dann auch. Und ich gehe dahin, weil ich halt Musik mache. Deswegen sitze ich ja auch jetzt hier. Und ja, klar. Ja. Wir haben es gehört, ihr werdet gleich ein bisschen weiterspielen, freuen wir uns drauf. Aber wir sind ja hier, wisst ihr, was wir hier machen eigentlich? Ungefähr? So ein bisschen. Ein bisschen, ja. Wir, haben so, wir mögen Videospiele ganz gerne irgendwie. Ist das was für euch? Videospiele? Ernst gemeinte Frage. Vollkommen ernst gemeinte Frage. Glaube ich dir. Ja. Interessiert mich gar nicht. Echt? Und auch überhaupt keinen Bock, irgendwas darüber zu hören oder was? Tag los? Erzähl mir was drüber. Macht Spaß. Ja, schön. Wie heißt dieses ganz... ich spiele andere Sachen lieber. Wie heißt dieses ganz berühmte... es gibt doch eins... Minecraft meinst du wahrscheinlich? Nee, ich glaube nicht. GTA. Ach, schade, das hätte jetzt natürlich perfekt Minecraft? Gepasst. GTA. Es geht doch um Call of Duty? Nee. Nein. Halo? Was gibt's denn noch? Mario? Nein. Auch nicht. Nie eins in der Hand gehabt, oder was? Doch, ich habe letztens... Tetris? Nein, Zelda. Nein. Ich habe letztens was gespielt. Das fand ich ganz gut. Da ist man, schlüpft man immer in so eine Rolle und kämpft gegen jemanden. Ja, das ist wahrscheinlich... Oh, da kann es ja eigentlich nur zwei Spiele geben. Ja. Ne? Final Fantasy oder Devil May Cry. Nee, was? Keine Ahnung. Final Fantasy? Nein, schade. Ach, egal. Das wäre das Lucky Punch gewesen. Also ihr redet jetzt nicht von einer App auf dem Handy, die im Spiel ist. Nee, wir reden von alles. Spielen ist ja alles mittlerweile. Ne? Man kann ja überall drauf spielen, bei jeder Gelegenheit, ob groß, ob klein, ob allein, mit vielen. Das ist ja mittlerweile so omnipräsent. Das Thema. Also wir reden tatsächlich von den Dingern, die vergleichbar sind mit den Sachen, die ihr im musikalischen Bereich macht. Es gibt echt viele Parallelen von der Games-Industrie zu der Musikindustrie. Es gibt in der Games-Branche Leute, ja, aber selbstverständlich. Es gibt in der Games-Branche einfach viele gute Künstler, viele gute Entwickler. Benutzen dann irgendwann Autotune. Ja, die entwickeln Autotune, bevor sie das Spiel weiterentwickeln. Okay. So ist das. Nee, die machen fantastische Sachen. Künstlerisch wertvoll, geil, auf die Fresse, vollkommen irrelevant. Alles wird bedient. Aber viele Künstler, wie ihr welche seid, mit extrem viel Lebenserfahrung, mit Skill, mit all dem, was ihr erreicht habt, ihr habt das gar nicht auf dem Schirm. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil das ist schon was Neues. So, das ist schon irgendwie etwas, was eine Faszination irgendwie ich mit sich bringt. Ich höre da eine leichte Kritik heraus. Du auch? Ja, euch geht's ja gut. Aber das ist etwas, was... Man kann doch nicht alles machen. Warum nicht? Könnt ihr nicht alles machen? Naja, ich meine, ich rappe und du rappst. Rappst du? Nicht alle. Schade, das würde ich aber doch sehr gerne mehr hören, ehrlich gesagt. Ich spiele Videospiele, ich spiele keine Videospiele. So macht jeder irgendwas. Das, was er mag, ey. Um über die Runden zu kommen. Apropos über die Runden kommen, da muss ich natürlich, ich muss es fragen, ist ja logisch, weil wer dich kennt, vielleicht nicht musikalisch, der könnte dich natürlich kennen aus Popstars. Letzte Staffel vor kurzem, glaube ich, ausgelaufen, beziehungsweise ins große, würdige Finale gegangen. Da bist du ja als Jurorin dabei und beurteilst eben Nachwuchskünstler. War. Also ist ja jetzt alles durch. Genau, wie ich finde das immer total spannend. Aus so einer Popstars? Das ändert alles. Also das war die eine Frage, die wir nicht stellen sollten. Ne? Verdammt nochmal. Nee, nix. Nee, aber wie ist das? Ich finde das immer ganz der spannend. Der Übergang war auch sehr gut, apropos ja, über die Runde. Apropos ist immer ein gutes Wort. Schnaps. Erzähl weiter. Genau, die Frage war eigentlich so ein bisschen... Ich habe die Knarre in der Jacke, ne? Ist klar. Ich bin gar nicht hier. Ihr habt noch was zu klären auf jeden Fall, ja. Nee, aber wie ist das so, als Künstlerin quasi Künstler so ein bisschen, die so durchgereicht werden, die ja schon beim gewissen Punkt irgendwie angekommen sind in ihrem Leben, was vielleicht so die musikalische Reife oder so angeht, dann Daumen hoch, Daumen runter weiterzuleiten oder vielleicht auch wieder nach Hause zu schicken? Ist das eher cool oder ist das manchmal auch beängstigend? Naja, also das ist... die Antwort ist ein bisschen komplexer, weil das sind ja keine Künstler und Künstlerinnen oder nicht nur, die jetzt ihr eigenes Ding schon aufgebaut haben und wissen so, wo sie hinwollen genau. Deswegen gehen die ja, glaube ich, da auch hin. Also ich wäre da halt nicht hingegangen, weil ich schon immer wusste, ich will das alles selber machen und ich will selber diesen Weg gehen und gucken, worauf habe ich Bock, was steht mir, ja, alles Mögliche halt rausfinden und ausprobieren. Und ich habe ja auch nicht nur da gesessen und gelangweilt irgendwie so oder so gemacht, sondern ich hab mich mit denen beschäftigt, ich habe die kennengelernt und es ging in allererster Linie ums Singen tatsächlich und um Gesangstechniken. Da habe ich ja auch einiges gelernt auf meinem Weg hierher und da kann ich denen auch ganz viel beibringen und das muss doch jeder für sich selber entscheiden, ob du da hingehst oder nicht und vielleicht
ist es ja in so einem bestimmten Stadium, wo du noch nicht so genau weißt, was jetzt eigentlich deine Karriere sein soll. Vielleicht ist es cool, keine Ahnung. Wie gesagt, ich wäre da halt nicht hingegangen. Aber ich wurde ja auch wegen was anderem eingeladen, da hinzugehen. Ja, ja, gut. Du hast das schon hinter dir, ne? Taktlos, du hast gerade entsprechend reagiert. Warum bist du nicht Juror bei Popstars? Ich kenne die Antwort. Ich kann nur antworten, wenn du mir das Mikrofon reichst. Du hast Angst vor der Antwort. Quatsch. Ich habe keine Angst vor gar nichts. Ja, mich würde ja nie jemand fragen. Deswegen stellt sich die Frage auch gar nicht. Aber du hast doch bestimmt Anfragen bekommen, Battle Raps zu machen und eigene Battle Raps zu veranstalten und die Leute zu beachten und zu beobachten, zu bewerten. Hast du? Mit Sicherheit oder nicht? Hast ja schon gemacht alles. Auf jeden Fall nicht. Echt nicht? Nicht im Geringsten. Nicht eine einzige Anfrage in all den Jahren. Und ich bin stolz drauf. Warum bist du stolz darauf? Weil mir der Satz gerade in den Sinn gekommen ist und ich fand ihn passend. Sehr guter Satz. Dir kommen sehr schnell sehr viele Sätze in den Kopf. Kann das sein? Boah, das wäre schön. Ja. Also wenn man jetzt ein Beat runtersetzen würde, ist das was, wo du dich wohler fühlst zum Schnacken? Theoretisch? Nee. Nicht im Geringsten. Das wäre so gekünstelt. Ja, will man nicht, ne? Und ich bin West Coast, West-Berlin, meine ich. Ja, gekünstelt, das ist halt das Ding. Miss Platinum, also das ist so das, was viele natürlich denken. Es ist alles gekünstelt. Es ist alles dick inszeniert. Es ist nur Feuerwerk. Die Leute, die da mitmachen, die wollen eh nur ins Rampenlicht. Der Skill ist eigentlich egal, weil die Scheinwerfer eh schon an sind. So. War das wirklich nicht so für dich? Also du meinst, du hast dich mit den Leuten beschäftigt, aber das heißt, die Leute, die du getroffen hast, die hatten auch richtig Bock auf Musik und waren nicht nur kamerageil? Ja, die meisten hatten Bock auf Musik, ja. Okay. Das da waren so bestimmt auch welche, die Kamera geil waren, aber das, ich habe die ja auch nicht gecastet. Also ja. Ich war ja, wie gesagt, meine Position war als Miss Platinum, ja, mit denen zu arbeiten und die so gut wie möglich zu beurteilen und zu versuchen, am Ende eine gute Band zusammenzustellen und aus meiner ganz persönlichen eigenen Sicht darauf zu gucken, ja, und denen das auch mitzugeben, was ich gelernt habe. Und ich habe ihnen nicht nur dazu geraten, das zu machen oder auch da zu bleiben, so, sondern einfach ihre eigene Vision zu entwickeln. Weil ich glaube, egal was jetzt passiert, auch mit der Band, ob die jetzt erfolgreich sind oder nicht, wenn die halt keinen Plan haben, was sie machen wollen, das hilft sowieso nichts. Weil es gibt immer so viele Menschen, die auf einen einreden wollen und gute Tipps haben, vermeintlich, und du musst es halt selber wissen. Ja. Niemand macht es für dich, niemand weiß es, niemand weiß, wer du bist. Aber die wenigsten wissen genau das, oder? Weil im Moment rennen doch eigentlich alle ziemlich anderen Leuten, anderen Industrien hinterher. Findest du nicht, dass es so ist? Also mir geht's nicht so, aber... Ja, euch ist gut, aber also, wenn man nach rechts und nach links guckt irgendwie... Ja, also wenn es so ist, ist es ja riesentraurig. Aber ja, wirklich, ja. Weil ich meine, wir reden hier über Kunst immer noch. Also das ist ja jetzt kein, das ist nichts, was man planen kann. So, das ist halt, das kann auch nicht jeder, muss ich halt auch sagen. Also würdest du aber auch schon sagen, oder interpretiere ich jetzt einfach mal vielleicht für euch beide so ein bisschen, dass wenn man als angehender Musiker oder als Künstler, wenn man sagt, man hat so eine Vision, auf die man vielleicht hinarbeitet, auf die man sich weiterbildet, die man ausprobiert mit Musikern und diesen traditionellen Weg geht, dass es dann eben vielleicht eher schädlich oder nicht unbedingt empfehlenswert ist, jemanden durch dieses neuzeitliche Prozedere vom Niemand zum Superstar, durch meinetwegen eine Castingshow, diesen Weg ganz, ganz schnell zu gehen, weil du vielleicht dadurch gar nicht die Möglichkeit hast, sagen wir mal, deine eigene künstlerische Identität zu finden? Nee, glaube ich nicht, dass es so ist. Ich glaube, es gibt für nichts irgendein Rezept in irgendeiner Form. Und es kann sein, dass daraus das geilste Ding entsteht und da jemand ist, der so viel sich daraus saugt, der genau die richtigen Kontakte findet und dann irgendwie sein Ding startet und dann auf einmal auch einfach weiß, wie es läuft und viele Sachen lernt. Und es kann sein, dass es alles nichts ist und scheiße und für die Katz. Also es ist halt, wie gesagt, es liegt halt immer an einem selber. Und ich finde es halt auch nicht geil, sich Menschen zu überlassen. Und das passiert natürlich oft bei Castingshows, aber ich kann es nur noch mal sagen. Also es ist halt, jeder hat ja einen anderen Weg dahin. Und jeder muss halt gucken, was er dann auf dem Weg
alles mitnimmt. Aber ja, es ist ja schon so, dass die Erfahrung der letzten 10 Jahre, doch eher so, dass die Leute, die meinetwegen auch talentiert sind, die mal oben waren durch solche Vehikel, durch solche Sendungen, den Weg zurück zu sagen, okay, jetzt will ich den Leuten zeigen, was ich wirklich kann und meine wahre Künstlerseele offenbaren sozusagen. Das ist ja meistens immer verbunden mit einem unfassbaren Rückschritt und das klappt. Bei wem hat es geklappt? Gibt es irgendwelche Leute, wo man heute sagen würde, yo, du warst aber mal... Aber wer hat es denn versucht? Das ist ja die andere Frage. Ich meine, man hört ja die Fail-Geschichten nicht immer. Ne? Die Leute, die vielleicht sagen, nach dem Ende von Bandgefüge X oder Superstar Bonus Y, habe ich es nochmal ernsthaft versucht. Das sind ja die Geschichten, die man von dann Milli manchmal Vanilli vielleicht... Milli Vanilli habe ich nichts mehr gehört zum Beispiel. Top 10 der gescheiterten Casting-Stars. Das ist ja eher sowas. Milli Vanilli dann, ne? Haben wir ja noch nicht mal selber gesungen. Exakt. Also es war halt ein Riesen-Fake. Ja. Ich fand es irgendwie trotzdem ganz gut. Ich auch. Ich fand es auch lustig. Kennst du Milli Vanilli? Ja, kenne ich. Fandst du gut? Nö. Nee. Hier, apropos freie Kreativität. Ja. Also manchmal geht es ja auch einfach nur ums Entertainment. Und wenn Menschen sich darauf einlassen und da Bock drauf haben, ist es doch auch voll okay. Mhm. Ich will das auch gar nicht. Deswegen gibt es ja auch Musicals und sowas. Also ja, ich finde das alles nicht geil. Aber ich finde es halt auch nicht geil zu sagen, ja, es gibt nur diesen einen Weg. Ja. Das stimmt halt nicht. Es ist echt spannend, irgendwie zu sehen, in welchem Umfeld ihr euch bewegt. Die Kombo alleine, die Art und Weise, wie ihr gerade dieses Interview hier mit uns macht. Oder Interview ist es ja nicht, wir schnacken, wir labern ja einfach nur. Es ist lustig, es ist seltsam lustig auf jeden Fall. Und wenn man aber überlegt, in welchem Umfeld, mit welcher Geschichte ihr am Start seid, Peter Fox am Start, also wirklich tolle Leute. Und ihr schaut scheinbar wirklich echt gute Musiker, viele Künstler um euch herum. Das gibt Hoffnung, wenn man sich einfach eben die andere Seite anguckt, die so ein bisschen überinszeniert wirkt. Die weißt böse du, Seite. Ja, ist ja so, ist ja so. Aber lassen wir das einfach mal sagen. Wir haben vorhin kurz ein Thema angerissen. Nee. Ich glaube, du bist nicht die böse Seite, Mann. Ey. Wir sind die Guten. Ach, Good Cop, Bad Cop mäßig. Ja, ja, okay. Ja, aber wir haben ja noch was. Ja, genau, da wollte ich halt hin. Wir haben vorhin kurz angefangen, irgendwie zu euch zu erzählen, Videospielgedöns. Und es gibt ein Ding, das bietet auf jeden Fall, sagen wir, den Spielplatz dafür, sich frei zu entfalten. Minecraft heißt das Ding. Und davon habt ihr irgendwas davon gehört, Minecraft? Ja, der Name sagt mir schon was. Ja. Also vor der Sendung haben hier Leute davon schon gesprochen. Exakt, wir haben euch das schon erklärt, ne? Genau, wir erklären es euch jetzt nochmal ganz kurz. Da oben, original, da ist so ein Fenster, da können wir reingucken. Nee, kommst du dran? Trotz Spinnenweben, Ablenkung? Nee, ach, ist nicht, oder was? Haben wir nicht eingestellt. Natürlich, da ist es doch. Nee, ich habe es ja nicht gesehen auf die kurze Distanz. Gut, jetzt spinnen wir was. Das ist Lego. Ja, genau. Stell dich einfach nur Lego vor. Es gibt keine Gravitation. Wenn ihr wollt, könnt ihr eine haben. Und ihr habt unendlich Steine. Alles, was ihr haben wollt. Okay? Und da drüben sitzt gerade unsere großartige Rocket Miners Community. Was heißt keine Gravitation? Ja, guck mal, da fliegt gerade ein Kollege rum. Der fliegt da jetzt einfach mal durch. Und das haben sie alles selber gebaut. Die haben einfach Lego-Steine am Start. Okay? Und so viele wie möglich. Und ihr gebt uns jetzt bitte ein Thema, was die bauen sollen. Und am Ende der Sendung gucken wir, was wir da alles für das Hacken macht. Alles klar. Und das sind eben ganz viele Leute an ganz verschiedenen Orten, die zusammenkommen und sagen, wir bauen zusammen in diesem virtuellen Baukasten das, was ihr wollt. Also ihr nehmt ein Thema, sei es Popstars, sei es Wack MC, ist vollkommen egal, es ist deren Aufgabe, das zu interpretieren. Und danach, am Ende der Sendung, gucken wir, was die daraus gemacht haben. Nö, ihr könnt auch zwei Sachen sagen, ist wurscht, dann müssen die anderen sich organisieren. Fällt dir was ein? So spontan? Also die sind gut, die können auch Abstrakteres bauen. Ne? Also gut, es gibt vielleicht Grenzen. Also ich glaube, Frank Elstner steht da noch irgendwo rum. Also, ja, tatsächlich, Frank Elstner war mal Thema, da haben sie Frank Elstner gebaut. Ist wurscht, wirklich. Also wenn ihr Bock habt, nennt einfach irgendetwas. Ansonsten gebe ich das Thema vor. Dann bin ich gespannt, was draus wird. Muss es ein Thema sein? Kann es einfach irgendwas nur sein. Es kann irgendwas sein. Ein Etwas sein? Du kannst auch ein Etwas nennen, ist wurscht. Es ist deren Aufgabe, es zu interpretieren. Und daraus was zu bauen. Mhm. Die sitzen alle jetzt untereinander, egal, irgendwo in der Bundesrepublik verstreut. Die hören sich, da ist der Frank Elstner. Ja. Und die werden sich dann koordinieren. Wir sind selber gespannt, was sie daraus machen. Die sind so fucking schnell. Das ist unglaublich. Ja, das ist lustig. Also, dieser Druck, ne? Bushido? Nee. Hast du was? Ja, hau raus. Sag los, was geht? Naja, wenn du eine Idee hast, ich habe auch eine Idee. Also ich würde gern ein Raumschiff sehen in Form einer Vagina. Ein Raumschiff in Form einer Vagina? Ja. Das ist schwierig, gut. Videospieler kennen meistens Vaginas nicht. War ein Spaß. Kann man vielleicht googeln. Du lachst! Yes!
Yes! Mission accomplished. Okay, reicht mir. Mit Haaren okay. oder ohne? Fertig, das ist deren Interpretation. Okay, ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt, das ist ja deine Vision, die hier verwirklicht werden soll. Lieber ohne. Ja, lieber ohne. Finde ich auch. Also eine haarlose Thema ist gesetzt. Wenn du möchtest, kannst du was draufsetzen. Reicht eigentlich. Der Captain von dem Schiff ist Jesus, aber asiatischer Herkunft. Yes. Jesus. Okay, also okay. Das Protokoll. Wir wollen ein Vagina-Raumschiff haben mit einem Captain an Bord, der Jesus ist, aber nicht der Jesus, wie ihn wir alle aus der Grundschule kennen, diesen schönen, schönen bunten Bildern, sondern asiatischer Herkunft. Ja, Knaller. Damit ist das Thema gesetzt. Liebe Rocket Miners. Klar vorgegeben. Das ist meine Aufgabe. Ihr habt jetzt Chancen, bis zum Ende dieser Sendung dieses Thema durchzusetzen. Am Ende der Sendung gucken wir an, wie das Ganze aussieht. Gutes Thema. Das ist auf jeden Fall besser als Frank Elsner. Danke, ja. Ohne Scheiße. Können wir jetzt nächstes Mal, aber es wäre schön, wenn kommen? Die Vagina über Frank Elsner so rüberfliegen könnte. Oh, Havan meinst du? Ja, das finde ich gut. Finde ich cool. Tiefe Bedeutung. Und dann abstürzt, ne? Naja, dann also kann man sich ja noch Sachen ausdenken, was die so kann und so. Also. Ja, wir gucken ich will an. Jetzt nicht zu viel vorgeben. Nö, aber ist ja gut. Man muss Platz für freie Kreativität haben. Ja. So ist das, ne? Also, alles klar. Haarlos sollte sie sein. Das habe ich, glaube ich, gerade vergessen. Hm? Ich wollte nochmal auf das Haarlos eingehen. Ja, das ist wichtig, das auf ist jeden wichtig. Fall. Aber das spart auch wieder ein paar Pixelblöcke, ne? Ja. Muss man an dieser Stelle auch sagen. Alles klar. So, wisst ihr was, ihr beiden? Dankeschön auf jeden Fall für den Schnack. Ihr geht gleich wieder rüber, macht noch ein bisschen Musik und dann selbstverständlich, ihr bleibt auch den ganzen Abend da, macht immer wieder ein bisschen Musik. Album ist am Start oder kommt jetzt bald raus? Album ist schon draußen, heißt Ich war hier. Ja. Und ja, ich bin auch bald auf Tour, auch hier in Hamburg. Ja, sehr gut, ne? Kann man hingehen. Sollte man hingehen. Ja. Und da geht es auf jeden Fall steil, irgendwie, wenn da Leute dabei sind, die das irgendwie mitnehmen alles. Ja, wir freuen uns drauf. Also erstmal Dankeschön für euch beiden. Ihr könnt schon mal rübergehen. Ja, Dankeschön. Ja. Und eure Fragen an die beiden natürlich weiterhin gerne. Hashtag Bonjour. Einfach bei uns abladen und wir schauen mal, was wir dann da vielleicht im Laufe der Sendung noch zutage fördern. Freut mich. Also ich bin sehr gespannt für kommende Gäste irgendwie, wenn wir denen das gleiche Spiel erklären irgendwie. Frank Elsner ist so ein Ding, Gruselschloss, die Vagina. Also die Vagina setzt auf jeden Fall neue Standards. Finde ich in Ordnung. Kann man und vor allem auch neue Grenzen werden einfach erreicht. Das finde ich alles ja auch durchaus in Ordnung. Kann man ja auf jeden Fall machen. Ja. Was mit Vagina und Jesus, man könnte es als Grenze interpretieren, aber wir sagen einfach, nee. Wir gucken mal, was passiert. Aber muss ja nicht immer schlimm sein. Alles klar. Ich bin gespannt. So, kurze Zusammenfassung. Das war also Miss Platinum, das war taktlos. Ich hab's ein bisschen so erwartet, wie es passiert ist, muss ich sagen. Schnacken wir vielleicht später noch ein bisschen drüber. Jetzt gleich kommt erstmal Werbung. Davor Miss Platinum nochmal mit wunderbarer Mucke. Und danach, Leute, da machen wir ein paar andere Sachen. Wir haben fantastische Gäste, viele Gäste heute am Start. Oh ja, und alles so ein bisschen Halloween gebrandet, ne? Ein bisschen, ja, ja. Kann man sagen. Wir haben zum Beispiel Sophia. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben Sophia ins Gruselkabinett geschickt. Wir haben nachher noch Talkgäste hier. Grusel-Labyrinth NRW mit 3000 fucking Quadratmetern. In Bottrop wohlgemerkt. Wofür mal der Dinosaurierpark war, ich glaube. Und wir haben natürlich auch noch, da freue ich mich sehr drauf, Hoaxilla hier. Ja. Leute, die quasi professionell vermeintlich paranormale Phänomene, als Schwindel entlarven und sagen, das sind Verschwörungstheorien, das ist alles nicht die Wahrheit. Die sagen, wir gehen streng wissenschaftlich an vermeintlich Übernatürliches, Ungewöhnliches etc. pp. Ran. Das wird sehr, sehr spannend werden hier. Ja, auf jeden Fall. Dann spielen wir noch ein bisschen Mate Nights mit denen. Also mal gucken. Die Sendung ist pickepacke voll. Natürlich gibt es nach der Werbung noch ein bisschen was wir so in der letzten Woche erlebt haben. Also herzlich willkommen zu Bonjour. Das war der erste Part. Miss Platinum, taktlos. Colin Gebel ist am Start, ich bin am Start. Die Hashtags, die fahren wir hier oben nochmal ein, damit ihr noch kommunizieren könnt. Hashtag Bonjour, Hashtag RBTV. Jetzt kommt Miss Platinum mit dem nächsten Track, danach Werbung. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Der volle Mond hat uns geweckt. Er versilbert den Asphalt. Lockt uns aus unserem Versteck. Raus aus dem Wald. Unsere Augen leuchten hell durch die schwarze Nacht. Hörst du das Gebell? Wir sind noch lange nicht satt. Wir nehmen die Stadt ein, das ist unser Revier. Aus goldenen Pfützen trinkt